Logbuch, Eintrag Nummer 36, Captain Kirkbeard an Bord des Aufklärungsschiffs Enterforge. Unser Außenteam hat es mittlerweile geschafft, das Hauptlager der Piraten zu infiltrieren. Nun kommt das Schwierige, die restlichen Karawanenmitglieder zu befreien, ohne Alarm auszulösen. Dazu wollen sie versuchen, drei Wachen mit Alarmhörnern gleichzeitig auszuschalten. Schauen wir mal, wie gut das klappt. Ja, da bin ich selber mal gespannt drauf, wie gut das klappt. Ob wir zum Beispiel einen von den beiden ausschalten können, ohne dass die anderen was merken. Ich könnte zum Beispiel ihn hier auch versuchen auszuschalten, ohne dass die anderen es sehen. Mhm. Dann kann ich hinter den haschen. Ohne dass es jemand sieht. Das eigentliche Problem werden die Jungs hier sein. Wow, nein, 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 nein. Im Augenblick ganz schlechte Idee. Bei denen da können wir runterstoßen, indem wir ihn einfach um den Haufen rennen. Der Rest wird das Problemchen sein. Weil ich sehe im Augenblick nur von hier aus ihn hier. Also einfach indem wir einen Mörder-Sprint hinlegen. Wenn ich nicht genau dich da drüben, du bist das Hauptproblem. Außer natürlich, ich booste mal den. Also bomb den Forcer mal wieder runter, dass er auch den Kristall einsammeln kann. Das könnte ich probieren, sobald der sich wieder umdreht. Weil das hier ist wahrscheinlich Aufgabe des Aber hier kann ich mich nirgendwo runterbomben. Das ist das Problem. Und einen Teleporter oder so habe ich auch nicht. Sonst würde ich nämlich versuchen, an das Zeug da ranzukommen. Weil der Schuss ist leider nicht weit genug. Mein Puncher-Schuss. Ich frage mich einfach mal, was passiert, wenn ich ihn hier ausschalte, wenn ich es kann. Erstmal versuche ich, dich loszuwerden. So, das fällt nämlich gar nicht mal auf, dass der weg ist. Wow, das hätte jetzt schief gehen können. Oh, das wäre gut. Oder auch nicht.
Als Problem sehe ich halt wirklich das Aufteilen. Sie merken halt schon mal nicht, was gut ist, dass die anderen Jungs weg sind. Hat der das da oben gesehen? Na, nicht wirklich, scheinbar. Das Problem ist nur hier. Durchzukommen. Der da ist das wahre Problem. Die anderen beiden sind nicht so das Problem. Bei den einen kann ich mit dem Smash Fist um den Haufen rennen. Den könnte ich eben wegbomben. Nur das Problem ist er hier. Ich muss halt wirklich ausprobieren, wenn ich mit dem Shadow den einen ausschalte. Und dann den da schnell ausschalte, wenn er wieder zurück ist. Oder ist es der da unten? Gut, wir probieren mal unser Glück. Nicht so. Und fehlgeschlagen. Warum fehlgeschlagen? Wenn ich ihn wegschieße, wahrscheinlich auch, oder? Da bemerkt der das. Oh, warte, kann das sein, dass der von dem einen Turm mich sieht, wie ich den wegtöte? Ja, der sieht das. Das ist nicht gut. Bei den runterballern kann ich auch nicht.
Was passiert eigentlich, wenn ich den runterballer? Fällt das auf? Bis jetzt nicht. Doch, jetzt ist es aufgefallen. Das Problem ist nämlich auch, die Jungs da sicher durchzubringen. Hat jemand den Smokescreen gesehen? Ja, da hat ja jemand den Smokescreen gesehen. Na toll, jetzt sitze ich hier unten bei den Karawanenjungs fest. Hat das jemand gesehen? Ich hoffe mal nicht. Jetzt bin ich unterhalb von dem da und könnte den theoretisch umbringen. So, der ist weg, aber das wird auffallen. Oder auch nicht. Oh, der hat jetzt den Smokescreen gesehen. Und der gibt Alarm. Mist. Okay, aber ich habe so ein bisschen. Eine Idee, was ich machen kann. So. Ohne dass es auffällt. Oh, dich könnte ich auch loswerden. So, als nächstes musst du weg. Das kann ich erreichen, indem ich einfach dorthin hasche, wenn du im Weg bist. Shadowsteppe. So. Hat mich der jetzt gesehen? Ja. Okay, so offensichtlich soll ich es dann doch nicht machen.
So, wenn der jedoch zurück ist, kann ich den ausschalten. Wow. Und da haben sie mich schon wieder erwischt. Dich brauche ich hier. Du ballerst dann da über die Schlucht und Smash Fist erledigt den Rest. Gut. Jetzt muss erstmal er hier weg. So nämlich. So, du dahin. Du dahin. Okay, der hat das leider gesehen. Das ist aber kein Problem, er kehrt wieder auf seinen Posten zurück. Ohne dass der dritte vermisst wird bis jetzt. Das heißt... Als nächstes muss hier die Wache weg. Gut, versuchen, hoffen wir das Beste. Und das war der Alarm. Gut, das heißt, ich muss erst den einen ausschalten. Den hier. Eigentlich wollte ich sagen, am besten, während er im toten Winkel steht. Darüber kann ich leider nicht werfen. Das war auch nichts. Komm, ich will versuchen, die zwei noch irgendwie auszuschalten. Noch ein Versuch, bitte. Weil das wird nicht funktionieren, das sieht er da oben wieder. Und da haben sie mich gesehen. Ja. Ich könnte ihn mit einem Smokescreen ablenken. Also wenn ich hier einen Smokescreen hinwerfe.
Sieht der andere es? Ey, cool, der hört nichts. Okay, das hat irgendwie geklappt. Nein, 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 hier rein. Du kannst nämlich leider nicht haschen. So. Okay, das hat auch wieder nicht gewirkt. Nein, da hat er mich auch wieder gehört. Letzter Versuch. Wenn ich darüber renne. Hörte das. Okay. Muss ich ihn doch irgendwie mit dem Shadow ausschalten? Aber egal. Abschluss, Logbucheintrag Nummer 36, Captain Kirkbeard. Unser Außenteam hat immer noch Funkstille. Sie sind wahrscheinlich immer noch dabei, durch die feindlichen Linien durchzukommen, um die Karawanenbewohner zu befreien. Hoffen wir einfach mal, dass es ihnen gelingt und wir hier bald mal wegkommen. Der ganze Morast nervt mich langsam. Kirkbeard, Ende.